Der Liebe zurück, finde zur Hoffnung zurück und kann in dieser Gesellschaft für die Liebe und für die Hoffnung arbeiten. Also die 68er sind ja damals angetreten mit dem Anspruch, wir wollen Freiheit, wir wollen Individualismus. Das wurde schrankenlos. Und zwar von den 68ern auch so ganz bewusst damals gelebt, demonstrativ gelebt. Ich denke zunächst ohne ein Wissen, wohin das führen kann. Aber es sind Naturgesetze, dass wenn ein Stein ins Rollen kommt und es stellt sich dem nichts in den Weg, dass dieser Stein rollt und abstürzt. Und das ist mit uns passiert. Wir sind viel zu verantwortungslos mit den Kindern umgegangen. Zumal ja eben auch das Bild der Familie verteufelt wurde, das traditionelle Bild der Mutter verteufelt wurde, das sage ich bei allen Veranstaltungen und auch bei allen Interviews, natürlich im Dritten Reich pervertiert wurde, missbraucht wurde und deswegen danach auch abgeschafft wurde. Und man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil man nicht dabei beachtet hat, dass es Werte wie Familie und Kinder und Mütter zu allen Zeiten, vor Hunderten, vor Tausenden Jahren gegeben hat und unserer Menschheit das Überleben bis heute gesichert hat. Jetzt ist es nicht mehr gesichert. Wir wissen also, unsere Geburtenrate ist derartig drastisch gesunken und das seit den 70er Jahren. Das kommt jetzt dramatisch zur Auswirkung. Es geht jetzt alles immer schneller, das heißt immer weniger Kinder und Jugendliche, weil die Kinder, die nicht geboren wurden, ja auch keine Kinder kriegen können. Immer mehr Alte. Und es heißt, wir kriegen alleine die Kurve sowieso nicht mehr, also können uns selbst vor dem Aussterben nicht retten, sondern nur durch Zuzug ausländischer Mitbürger. Wobei ich also große Zweifel habe, dass bei der Integrationspolitik das wirklich auf Dauer funktionieren kann. Die 68er sind bis heute kaum in die Kritik geraten. Die Kritik geht jetzt so in der letzten Zeit los. Sei ruhig, ja. Wenn es um 68er geht, knurrt sie immer. Ja, ja. Sie hat das längst erkannt. Und die sind, ich höre gleich mit dem Thema wieder auf. Es ist gut. Wir reden gleich über Kinder. So ist sie. Ja? Was hast du dazu zu sagen? Also jetzt, dadurch, dass doch langsam erlaubt ist, Kritik an den 68ern zu üben, kommen auch die Ursachen zutage. Die alten Eingefleischten versuchen jetzt zu retten, was zu retten ist und versuchen, ihr Bild hochzuhalten. Ich habe neulich Daniel Cohn-Bendit in einer Talksendung gesehen, der versucht hatte, also stolz über die 68er zu berichten, hat, glaube ich, sogar ein Buch darüber geschrieben. Und als man ihn fragte, was denn nun die Errungenschaften der 68er seien, dann antwortete er, ja, also wir sind jetzt frei. Das Bild der heutigen Gesellschaft ist aus meiner Sicht ziemlich dramatisch, hat sich dramatisch entwickelt. Wenn das der Ausdruck von Freiheit sein soll, dass also Staatskontrolle inzwischen wieder ausgeübt wird, darüber, dass Frauen arbeiten gehen müssen, also das Leben auch so teuer gemacht wird, dass sie so unter Druck geraten, dass gleichzeitig Krippenplätze ausgebaut werden, das heißt also Sozialismus pur, das hatten wir ja in der ehemaligen DDR par excellence und auch in der Sowjetunion. Und Michail Gorbatschow hat inzwischen in seinem Buch Perestroika genau dieses dafür verantwortlich gemacht, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Er sagt, die frühkindliche Fremdbetreuung plus der Zwang, Frauen außer Haus zu bringen, hat die Familien auseinanderbrechen lassen als kleinsten, wichtigsten Kern einer Gesellschaft und hat deswegen dahin geführt, wo die Sowjetunion dann stand, nämlich bei Alkohol, hoher Depressionsrate und einer auseinandergefallenen Gesellschaft. Also das heißt, es gibt durchaus Leute, die diese Fehler auch erkannt haben. Aber wir sind jetzt inzwischen so frei, dass wir uns dem Sozialismus in Affengeschwindigkeit wieder annähern. Das Wichtigste ist, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass geprüft wird. Das ganz Wichtige ist, dass nicht alles einfach so hingenommen wird, wie es derzeit von der Politik präsentiert wird und runtergeschluckt wird, sondern dass wir feststellen, es muss sich was verändern und wir selbst in unserem kleinen Kreis etwas dazu beitragen, indem wir überhaupt erstmal prüfen. Wenn man über dieses Thema redet, egal wen man vor sich hat, die allermeisten kriegen in dieser Diskussion eine Art Tunnelblick. Also
Eine Innenbetrachtung findet statt, eine schon bereits erfolgende Überprüfung des eigenen Lebens und vielleicht auch möglicher Fragen, lebe ich wirklich so, wie ich das eigentlich wollte? Lebe ich so, dass ich einen Sinn in meinem Leben sehe? Habe ich ein Ziel, das einen Sinn macht? Und ich glaube, das ist wichtig, das versuche ich, natürlich auch durch meine Bücher, für die ich mich dann gerne auch öffentlich prügeln lasse, weil ich inzwischen festgestellt habe, es regt sich nur dann was in der Diskussion, wenn Alarm ist. Und dann ist halt Alarm und ich kann das schon ganz gut aushalten. Dies waren sehr kritische Anmerkungen zum Thema Gender Mainstreaming. Ich glaube, niemand hat etwas gegen Gleichberechtigung von Frauen und Männern, gegen Chancengleichheit von Jungen und Mädchen. Aber in unserem Gespräch mit verschiedenen Experten haben wir die Befürchtung herausgehört, dass Chancengleichheit und Gleichberechtigung nur vorgeschobene Ziele des Gender Mainstreaming sind. Aber in Wirklichkeit wird eine ganz andere Agenda verfolgt, nämlich die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufzuheben. Und genau zu diesem Thema haben wir das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend befragt. Die Gleichstellungspolitik der Bundesregierung verfolgt nicht das Ziel, Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu leugnen oder gar aufzuheben. Vielmehr geht es ihr gerade darum, Unterschiede von Frauen und Männern, von alt und jung, von Menschen mit und ohne Kindern, mit und ohne Migrationshintergrund wahrzunehmen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie alle ihren Platz finden, um sich und ihre individuellen Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln. Weil es einen wachsenden Mangel an qualifizierten Nachwuchs in technischen Berufen gibt, ist es verständlich, dass die Bundesregierung versucht, Menschen für diese Berufe zu gewinnen. Nur ist es nicht verständlich, wenn mädchenspezifisch heute bedeutet, dass Mädchen Fußball spielen, technische Berufe ergreifen und jungspezifisch dagegen bedeutet, dass Jungen an Schnullerkursen und Babysitterkursen teilnehmen. Da muss die Frage erlaubt sein, ob hier nicht ein neuer Gender-Mensch herangezogen wird. Wir wollten mit unserem Question Life Special über Gender Mainstreaming eine öffentliche Diskussion anstoßen. Es drängt sich nämlich der Eindruck auf, dass hinter verschlossenen Türen Politiker entscheiden, welcher Lebensentwurf in Deutschland etabliert werden soll. Und das war wieder Question Life, mehr vom Leben. Wenn ihr mehr sehen wollt, geht auf unsere Internetseite www.questionlife.de. Wenn euch Beiträge aufgeregt haben oder ihr zustimmt, geht doch in unser Gästebuch, schreibt was Nettes rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.